So Freunde, weiter geht's. Nächster Part, optional sprechen mit den Verbündeten, das machen wir jetzt. Aber ich muss mal schauen, wo ich die Verbündeten überhaupt finde. Wenn ich zum Stall gehe, dann geht es nämlich weiter und dann ist halt, glaube ich, demnächst mal die Mission vorbei. Die Verbündeten müssen irgendwo auf dem Weg sein. Da ist auch fürs Team Massaker, oder? Fürstin Massaker, gibt es Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Meine Jagd geht weiter. Ich habe verschiedene Spuren bis Toyotama verfolgt. Ihr müsst sie nicht allein finden. Kann ich auf euer Schwert zählen, wenn die Zeit gekommen ist, Fürst Shimuras Burg zurückzuerobern? Das könnt ihr. Wir vernichten unsere Feinde gemeinsam. Ah, da ist das. Fürst Sakai! Fuck, ich hab's den Namen vergessen. Schleppend. Das wird schneller gehen, sobald die Schmiede läuft. Hm. Gute Arbeit. Alle beide. Immer gerne doch, Fürst Sakai. Wer fehlt dann eigentlich noch? Ja, eine Tibin, oder? Achso, ja. Und der alte Hooper, der war es quasi für Pfeil und Bogen zuständig ist. Ah, da ist er. Sakai. Sakai. Ihr habt gestern gut gekämpft. Danke. Euer Bogen hat geholfen, Sensei. Habt ihr Neuigkeiten über eure Schülerin? Ich hörte, eine japanische Bogenschützin hilft den Mongolen in Akashima. Das muss Tomoe sein. Ich reise zu einem Lager von Überlebenden an der Küste. Sie könnten mehr wissen. Ich suche euch dort auf, Sensei. Ihr habt mein Wort. Da fehlt... Achso, fehlt eigentlich gar keiner mehr. Das ist von alle. Was sagte dein Onkel? Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Okay. Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. Naja. Steig auf dein Pferd. Wir reiten nach Toyotama, Fürst Sakai. Let's go. Die Brücke ist kaputt, doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel. Verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Ich sah, was die Mongolen unserem Volk antun. Ihr müsst Schreckliches durchgemacht haben. Ein aufgeblasener Mongolenkriegsherr kann mich nicht brechen. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Stress. Eroberung unseres Festlandes helfen. Er Stress ohne Grund. Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Sie ist ein bisschen ruppig, hat aber ein gutes Herz. Überlegt gut, wem ihr vertraut. Ryoso war auch einst euer Freund. Ja, eh, aber... Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Na, jetzt geht's los. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun. Oh lol, ja, wir können den schneller reiten, also.
Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz. Und Menschen. Ja, wahrscheinlich ein ganzes Dorf abgefackelt, Alter. Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Ohne sie überleben wir den Winter nicht. Ich sorge dafür. Da unten sind welche, Alter. Was haben sie getan? Eine Mongolenpatrouille! Legt sie nieder! Toll, Alter, weil es einfach so lange gedauert hat. Upp, genau auf den Kopf durch. Zack. Mongol, ich sah sie auf Burg Kaneda. Die Wölfe des Khans. Sie sollen das Volk im Norden zerfleischen. Wo ist mein Pferd hin? Da ist es. Will der jetzt zu zweit die ganze Burg einnehmen, oder was? Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Es kommen noch mehr auf den Toren. Bushu! Dojo! Dojo! Ja, wir sind wiedergegangen, Alter. Weil ich wusste gar nicht, dass ich ihn dass ich ihm so in die Fresse schießen kann. Ja, wenn die Eier eben ins Gesicht eigentlich. Im Fuß. Sie rufen Verstärkung! Bringt sie zum Schweigen! Dann haben wir ins Gesicht getroffen. Obwohl er so ein bisschen tot. Ist er mal gegangen, Alter, das mit dem Semi-Pixel da. Ich hab vergessen, dass es ging, Alter. Na, Mann, irgendwas. Ich hab vergessen, wie man dieses Ding wechselt, diese Granaten und so weiter. Oh lol. Lol. Sie rufen Verstärkung! Bringt sie zum Schweigen! Los, los, los.
Oh lol. Das war gut. Rechtzeitig hier parieren, Alter, das Gelenk mir gerade dann hat. Na, was soll denn gegen das? Ha! Gleich mal um die Ecke getreten, Alter. Ich kann das auch noch stellen. Haben wir noch irgendwen? Ist da eben im Haus drin, oder was? Die verdienen Schlimmeres. Okay. Dann war's das mit ihm auch. Was? So, gleich am Anfang. Nehmt euren Bogen. Das war's mit ihm. Tötet sie alle! Das war's, glaube ich, mit ihm, oder? Das dürfte es gewesen sein. Du wirst also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm! Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Reise zum Leuchtturm, okay. Also da hinten, okay. Wollte eigentlich gerade mein Pferd holen, aber das hat nicht so gut geklappt. Gut, dass du hier bist, Yuna. Ihr wart eine wirkungsvolle Ablenkung. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Wir brauchen mehr Krieger wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden, müsst ihr wohl möglich zuerst euren Horizont erweitern. Ja, die Ausdauer ist aber richtig scheiße. Leuchtturm zu tun. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Yarikawa hat viele Krieger. Sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Yuna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn, helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa. Danke, Jin. Ja. Besteige den Leuchter mit Fürst Shimura. Also besteige Fürst Shimura, Alter. Der stöhnt ja schon. Wir sollten unsere Botschaft schicken. Nice.
Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Mhm. Als ehrenhafte Samurai. Oder als Geist. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Yes. Ich darf euch nicht verlieren. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Okay. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Wo ist er denn? Also da ist er. Ah, der ist der Typ, Alter. Fürst Sakai. Ja. Mein Dank an euch und eure Kameraden. Grüß dich. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogan zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Okay. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur drei von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo. Der ist wahrscheinlich gefangen genommen worden. Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Oh, ein noch besserer Bruder. Und auch gestorben. Was ist euer Name? Norio, mein Herr. Dort waren wir eingesperrt. In dem Loch ist kaum Platz für sechs Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Ich kann... Bleiben wir kurz hier. Lass uns mal sammeln. Das müssen ja Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Mhm. Unterstützt sie. Und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache. Aber für den Frieden werde ich kämpfen. Ein neuer Horizont, Alter. Bin gespannt, ob das jetzt der Part war oder ob es noch weitergeht. Weiß ich gerade nicht. Ich reite nach Akashima und unterstütze unsere Heiler. Okay. Wenn wir uns wehren wollen, brauchen wir sie. Ich kann euch Hochi vorstellen. Mein Bruder sagte immer, er sei der größte Heiler von uns. Dann sehen wir uns in Akashima. So machen wir das. Na Freunde, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.